Andreas Schieder, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Beginnen wir gleich beim Grundsätzlichen. Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle im Leben der Menschen. Das dürfte künftig noch zunehmen, Stichwort ChatGPT. Warum braucht es denn überhaupt Einschränkungen auf EU-Ebene? Ich glaube, es geht weniger um den Begriff Einschränkungen, sondern es geht darum, das ist nicht eine neue Technologie, die immer mehr gesellschaftliche Bereiche von der Wirtschaft über den Verkehr beeinflusst und hereinspielt. Und dafür braucht es auch Regelungen. Und Europa wird jener Kontinent sein, jener Bereich in der Welt sein, die als ersten auch eine Regulierung, ein Gesetz haben, das festlegt, wo kann man vollkommen frei künstliche Intelligenz anwenden, wo gibt es Einschränkungen, wo gibt es Deklarationspflichten, Kennzeichnungspflichten, Zulassungspflichten und wo gibt es auch Bereiche, wo wegen Datenschutz und anderen menschenrechtlichen Fragestellungen es eine massive Einschränkung bis zu einem Verbot der Anwendungen geben soll. Jetzt haben auch namhafte Vertreterinnen und Vertreter der KI-Szene vor den Gefahren der Technologie gewarnt, unter anderem Sam Altman, Chef von OpenAI. Da ist in einem offenen Brief ist da auch die Rede davon, dass KI die Menschheit auslöschen könnte. Ist das übertrieben oder wie bewerten Sie denn solche Warnungen? Naja, ich würde mal die Warnung als Warnung sehr ernst nehmen, ob die Menschheit gleich ausgelöscht werden wird oder droht ausgelöscht zu werden, mag man bezweifeln. Aber eins ist ganz klar, künstliche Intelligenz bringt viele Vorteile, bringt viele neue Möglichkeiten, die sollten wir auch uns zunutze machen, bringt aber auch Risiken. Und bei den Risiken muss man auch ansetzen und Regeln entwickeln, dass diese Risiken eben sich nicht negativ auf die Gesellschaft, auf einzelne Leute, auf Datenschutz und Menschenrechte auch auswirken. Und dafür hat jetzt die Europäische Union quasi einen Ansatz gewählt. Der wird jetzt noch fertig verhandelt. Bis zum Jahresende wird es ein europäisches künstliches Intelligenzgesetz geben. Und damit wird man auch weltweit, glaube ich, Standards setzen. Und das ist gut. Das ist gut für die Anwender in Europa, genauso wie auch für die europäischen Entwickler und die europäische Industrie, die solche Anwendungen auch dann verwenden wird. Über das Die geplanten Gesetzespläne will ich gleich noch genauer eingehen. Nur zuvor noch, weil wir jetzt zuerst auch über die Nachteile gesprochen haben. Wo sehen Sie denn die Vorteile, die KI im täglichen Leben der Menschen bringen könnte? Ich denke mir, jeder kennt ChatGPT jetzt aufgrund der letzten Wochen. Und dort sieht man, nicht, dass ich ChatGPT selbst für gefährlich achte, aber dort sieht man genau die Möglichkeiten, aber auch natürlich die Fragestellungen, die künstliche Intelligenz aufwirft. Nämlich, dass viele Arbeitsschritte von selbst von den Maschinen gemacht werden können, dass sie weiterentwickelt werden können, dass sie intelligent auch einfließen in die Weiterentwicklung von Software, von verschiedenen Anwendungen. Und auf der anderen Seite, dass natürlich, wenn man sie ungeregelt benutzt, auch nicht mehr klar ist, was ist geistiges Eigentum, von wem, was hat ein Mensch geschaffen, was hat wer anderer geschaffen, was ist wahr, was ist falsch. Wir kennen ja auch viele Anwendungen, gerade im Bereich von Fake News, Desinformationskampagnen, Irreführung und so weiter, wo auch künstliche Intelligenz, wenn sie nicht, wenn man so will, Kennzeichnungspflicht verfolgt, auch eine große Gefahr darstellt. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf einem viel höheren Niveau, wenn Sie so wollen, nicht in Fragen der Landesverteidigung, in Fragen des Gesundheitswesens, wo man, denke ich mal, alle diese Fragen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber gleichzeitig die Chancen, die sich eröffnen, auch nicht einfach verunmöglichen sollte. Und diese Gratwanderung versuchen wir hier zu gehen. Jetzt sollen die KI-Systeme auf europäischer Ebene künftig in vier oder in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je mehr Gefahr von einer Anwendung ausgeht, desto strenger sollen die Regeln sein. Was wären denn Beispiele für gute Anwendungen und was Beispiele für schlechte Anwendungen? Ich denke mal, eine ganz einfach gute Anwendung ist, wenn Sie eine Smartwatch haben, eine Sportuhr, die misst Ihr am Handgelenk Ihren Puls, spielt das ein, merkt, wenn Sie laufen oder Radfahren oder Gewicht heben oder sonstige Aktivitäten haben und merkt auch, ob Sie jetzt besser geworden sind oder nicht und plant, tut dann das zum Beispiel die vorgeschlagenen Trainingspläne anpassen. Und wenn Sie das noch mit Ihrer Waage verbinden, dann wissen die auch, ob Sie jetzt gerade dicker sind oder dünner sind und ob der Körperfettanteil und so weiter. Also das sind Dinge. Aber gleichzeitig
Wenn es um Gesundheitsdaten geht, geht es natürlich auch um die Frage, wer darf darüber verfügen. Also auch da muss man sagen, sind Grenzen gesetzt, weil wir wollen nicht, dass dann die Firmen, die diese Uhren entwickelt haben, diese Daten dann auch ungehindert an allen und jeden verkaufen können. Weil ich will nicht, dass meine Krankenversicherung dann weiß, mache ich genug Sport oder mache ich nicht genug Sport. Das sind dann solche Datenschutzfragen, die sich da stellen. Und natürlich schauen wir nur, es sind gar nicht so Anwendungen, die nur so in der Zukunft liegen. Vieles ist ja auch schon real. In China zum Beispiel haben wir in der Covid-Zeit gelernt, dass die quasi im öffentlichen Raum, bei Verkehrsampeln und öffentlichen Kameras auch so KI-Systeme implementiert hat, wo man geschaut hat, wie sind die Menschen drauf, wie ist die Laune, was für Menschen bewegen sich, das Gesichtserkennungssoftware und diese Dinge gemacht. Und da muss man schon sagen, das ist eine Sache, die führt dann zu Orwells 1984, quasi einer Diktatur, wo künstliche Intelligenz in Händen von wenigen ganz, ganz gefährlich ist. Und da muss man zum Beispiel aufpassen, und das dürfen wir auch nicht zulassen, dass es sowas gibt. Nach unserem Gesetzesvorschlag sind solche Anwendungen dann auch eindeutig verboten. Jetzt haben Sie zuletzt auch den Einsatz von KI am Arbeitsplatz thematisiert. Dies dürfe nicht ohne Einbeziehung von Gewerkschaften und Personalvertretungen erfolgen. Welche Rolle könnte denn KI in der Arbeit spielen? Was glauben Sie, was da noch auf uns zukommt? Naja, ich denke mal, gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz, gerade bei Dienstleistungssektor, bei Büroarbeiten und so weiter, kann natürlich sehr viel an Arbeit auch erleichtern. Aber warum haben wir auch darauf bestanden, gerade wir als Sozialdemokraten, dass, wenn künstliche Intelligenzsysteme in Firmen eingeführt werden, auch die Gewerkschaft angesprochen werden muss? Weil was wir nicht wollen, ist, dass es zu einer zusätzlichen Überwachung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommt. Ob sie ausreichend konzentriert sind, ob sie alle diese Auflagen auch erfüllen, ob sie fröhlich drauf sind oder dergleichen. Weil diese Auswertungen gehen zutiefst in den persönlichen Bereich hinein, und da muss man rechtzeitig einen Riegel vorschieben. Aber nachdem man ja oft nicht weiß, was wird sein in Zukunft, haben wir den Weg gewählt, dass die Gewerkschaften einzubinden sind. Weil die sind der Garant, dass die dann auch sagen, das ist eine Arbeitnehmerüberwachung, da sagen wir nein. Und das ist etwas, was zum Beispiel Mitarbeiter in einem Betrieb auch entlasten kann. Und da sagen wir ja. Und genau diese Entscheidungen soll dann auf der betrieblichen Ebene von Gewerkschaften oder mit Gewerkschaften getroffen werden. Ist denn die Sorge berechtigt, dass KI mitunter auch Arbeitsplätze massenhaft vernichten könnte? Ja, ist immer. Die Sorge ist berechtigt, dass es eine massive auch Änderung gibt und Arbeitsplätze verschwinden werden. Aber wie so oft bei technologischen Entwicklungen wird es auch wieder neue Arbeitsplätze geben, nicht? Also sich dagegen stemmen und zu sagen, die Welt bleibt so, wie sie ist, wenn wir es einfach die Augen zumachen, wird es auch nicht sein. Erinnern wir uns noch, wie sehr die Kutscher und die Pferdeknechte quasi übers Auto geschimpft haben. Und jetzt ist die Autoindustrie in Deutschland, in Österreich eine der zentralen Schlüsselindustrien mit den meisten Beschäftigungen. Und so wird es hier auch sein. Und gerade wenn es ein europäisches Gesetz gibt und Europa die Standards setzt, dann gibt es auch wieder die Chance für europäische Entwickler, für europäische Erfinder, für europäische Programmiererinnen und Programmierer, Dinge zu entwickeln und hier neue, wenn Sie so wollen, auch nachhaltige, moderne, technologische Arbeitsplätze zu schaffen. Also ich sehe die Zukunft, wie Sie merken, immer ein Stück weit optimistisch. Es gibt ja auch Kritik, zum Beispiel vom Handelsverband Deutschland, der eine Überregulierung befürchtet. Könnte das nicht zum Problem werden? Ja, aber gerade auch beim Handel zum Beispiel ist natürlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von diesen, was ich zuerst schon geschildert habe, im Bereich von China, solchen Gesichtserkennungssoftwaren, kann das schon sehr tricky sein. Denn was wir auch nicht wollen, ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer Eigenschaft als Käufer oder Interessierte von künstlicher Intelligenz überwacht oder ausgetrickst werden oder ihre emotionalen Regungen so eingebaut werden, dass man quasi als Konsument noch mehr, was ja jetzt schon ist, ich meine, wir wissen jetzt schon die Tricks der Supermärkte, was ist auf Augenhöhe, was ist justament vor der Kasse, nämlich alle ungesunden, süßen Riegeln, damit die Kinder, wenn sie herumquengeln und man selber zahlen muss, man sie dann noch schnell kauft und alle diese Dinge. Und da finde ich, kann künstliche Intelligenz auch
noch zu einem zusätzlichen Problem auch werden, wenn alle unsere Regungen und Gedanken von künstlicher Intelligenz ausgelesen werden. Was wir nicht wollen, um das ganz klar zu sagen, ist, einen gläsernen Menschen zu schaffen, wo die Maschine mehr weiß über uns, als wir selber über uns. Sondern wir wollen, dass die Menschen in all den Prozessen weiterhin die Kontrolle und die Oberhand behalten. Jetzt sind ja schon nächstes Jahr die nächsten EU-Wahlen. Werden Sie denn nochmal kandidieren für die SPÖ? Können Sie uns da schon was verraten? Zum Glück ist es in der SPÖ so, dass hier echte Menschen entscheiden und auch echte Menschen Politik machen und nicht Maschinen oder künstliche Intelligenz. Und wir sind jetzt 5 Europaabgeordnete und wollen eigentlich die erfolgreiche Arbeit, die wir gemacht haben, auch als Team weiter fortsetzen. Und wenn Sie das jetzt für mich selber fragen, ja, soweit die Gremien entscheiden, würde ich gerne meine Arbeit im Europäischen Parlament auch in der nächsten Periode fortsetzen. Weil ich glaube, es ist noch viel zu tun. Und was Europa braucht, ist ein ordentliches Maß an mehr sozialer Gerechtigkeit. Und genau dafür möchte ich mich einsetzen. Ich würde mit Ihnen gerne noch kurz über Ihre Partei sprechen, denn da waren ja die Vorgänge zuletzt doch einigermaßen turbulent. Das hat bei der Mitgliederbefragung begonnen und endete schließlich mit dem vertauschten Ergebnis auf dem Parteitag. Wie blicken Sie auf diesen Prozess denn zurück? War das im Nachhinein gesehen ein Fehler? Naja, man muss sagen, der ganze Prozess war, ich weiß nicht, ob man das in Ihrem Fernsehen so bösartig sagen würde, aber mit so einem SCH, Punkte, Punkte, Punkte. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt entschieden. Ich glaube, alle in der SPÖ akzeptieren das. Und jetzt gilt es, gemeinsam nach vorne zu schauen. Und wir haben jetzt sehr viel Aufmerksamkeit auch bekommen. Auch sehr viele Leute, die natürlich, überall wird man angeredet auf den Auszählungsfehler und alle diese Dinge. Auch da übrigens ein Beweis, dass es manchmal besser ist, man vertraut nicht auf irgendwelche Computerprogramme, sondern zählt einfach selber noch einmal nach. Manchmal ist ein Zettel, wo man es zusammenmattiert, vielleicht besser als ein Excel-Sheet. Aber kann auch Excel nichts dafür, wenn man was falsch eingibt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber jetzt gilt es, diese Energie nach vorne zu richten. Und Andreas Babler hat ein Team vorgestellt, das ist breit und ausgewogen, aber auch jung. Die Julia Heer, die Evi Holzleitner, der Philipp Kucher, die 2 Bundesgeschäftsführer. Das ist schon ein Team, das hat jetzt ordentlich Power. Und man merkt es auch in der öffentlichen Diskussion, es wird über SPÖ-Vorschläge diskutiert. Wie kann man eine Steuergerechtigkeit schaffen? Wie können wir die Arbeitnehmer entlasten? Wie können wir in der Pflege einmal endlich die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger, aber auch der Krankenschwestern und der Ärzte so im Auge haben, dass unser Gesundheitssystem nicht kaputt wird, dass es mehr und fairer und gerechter wird? Und für das alles steht die SPÖ. Und ich glaube, wenn wir zurückschauen, ist vieles schlecht passiert. Aber wenn wir nach vorne schauen, dann merkt man, nur die SPÖ bringt dem Land Österreich das, was es braucht, nämlich soziale Gerechtigkeit. Sie kennen sich ja auch bestens mit Kampfabstimmungen aus, haben vor einigen Jahren in Wien gegen den heutigen Bürgermeister Michael Ludwig verloren. Wie schwierig ist es, nach einer solchen Auseinandersetzung die Gräben wieder zuzuschütten? Je nachdem wäre die Antwort, aber ich sage Ihnen, es kann auch ganz leicht sein, denn Michi Ludwig und ich, das ist jetzt auch schon nur für die Zuschauer quasi 5 Jahre her, also auch schon eine Zeitl her, wir haben uns davor gut verstanden, wir haben uns danach gut verstanden und wir haben uns auch in dem Prozess quasi immer wieder auch zu zweit auf einen Kaffee getroffen, um einfach ein Stück weit zu plaudern, nämlich daraus nicht einen persönlichen Kampf zu machen. Und manche Dinge in dieser Auseinandersetzung haben uns auch noch mehr zusammengeschweißt. Ich glaube, ich weiß über Michael Ludwig genauso viel, wie er über mich weiß. Also wir kennen einander recht gut und wir arbeiten super zusammen und darum geht's. Wenn man das berücksichtigt, dann gehen die Gräben recht schnell zu. Und das, glaube ich, wird auf Bundesebene auch sein. In Wien kann ich Ihnen sagen, war es schon 2 Wochen später so, als wäre nie eine Auseinandersetzung gewesen. Jetzt Andreas Babler, da befürchten viele Kritikerinnen und Kritiker, dass die Partei unter ihm zu weit nach links rücken könnte. Was sagen Sie da dazu? Ehrlich gesagt, ich sage Ihnen, wenn ich mal Österreich anschaue, egal, ob das jetzt schwarz-blau war, das davor war und an Ibiza dann gescheitert ist und Sebastian Kurz, der an sich selber gescheitert ist oder auch jetzt schwarz-grün. Was Österreich brauchen kann, ist ordentlich einmal ein bisschen Druck von links. Und von links heißt ganz einfach, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr auf die kleinen Leute schauen in dem Land, mehr darauf schauen, dass sich nicht nur immer die Großen richten durch Parteispenden, durch Korruption und das alles, was passiert, sondern dass endlich auch wieder Gerechtigkeit in dem Land kommt und dass jeder Österreicher
gleich viel zählt. Wenn das links ist, ja, dann braucht Österreich endlich einen Linksruck. Und dafür steht die SPÖ. Jetzt vielleicht noch als letzte Frage. Jetzt hat nicht nur die SPÖ im Bund einen neuen Chef, sondern auch die Vorarlberger SPÖ mit Mario Leiter. Mhm. Was geben Sie ihm denn mit auf den Weg? Ich kenne den Mario schon seit vielen Jahren und wir waren auch schon in den zugegebenermaßen sehr, sehr schönen Vorarlberger Bergen auch wandern, lang bevor er quasi jetzt SPÖ-Chef geworden ist. Und ich erinnere mich gern zurück an Besuche auch in seiner Heimatstadt und mit ihm, wenn wir unterwegs sind. Und ich glaube, er ist ein sehr guter Politiker, weil er kann den Leuten zuhören. Er kann zuhören und das mitnehmen, wo der Schuh drückt im Land. Und auch im Ländle drückt er da und dort auch der Schuh. Und daher wünsche ich ihm alles, alles Gute. Und er kann mit meiner Unterstützung rechnen. Und wann immer er mich braucht, hat auch meine Nummer, kann mich anrufen. Und mit ihm komme ich ein Stück weit noch einmal lieber nach Vorarlberg zum Wandern, zum am Bodensee sein oder eben auch, um über Politik zu diskutieren. Andreas Schieder, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg. Dankeschön. Liebe Grüße aus Brüssel zurück nach Vorarlberg. Und wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend. Morgen am Donnerstag gibt es dann die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live. Wie immer finden Sie uns auf voll.at, vn.at und ländle.tv. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.